Dieses gemütlich eingerichtete Zimmer befindet sich nicht an der Ostsee oder in einem Hotel. Die Wohnung gehört zum Bestand der Schweriner Wohnungsbaugenossenschaft. Es ist eine sogenannte Gästewohnung. Beispielsweise können hier Gäste von Mieterinnen und Mietern günstig eine oder mehrere Nächte verbringen. Vor 2 Jahren wurden insgesamt 6 Auszubildende der Schweriner Wohnungsbaugenossenschaft, kurz SWG, mit einer wichtigen Aufgabe betraut. Die Gästewohnungen sollten modernisiert und verschönert werden. Dann wurde eben auch komplett ein Bad neu von Grund auf gestaltet. Wir haben Einbauküchen eingebaut. Und dann wurde wirklich jedes Gewerk angefasst, also Fußboden, Klempner, Elektriker, Maler. Die Firmen wurden beauftragt und dann nach Fertigstellung der Instandsetzungsarbeiten wurden dann die Möbel bestellt, die wurden geliefert oder wir haben es auch abgeholt. Und dann haben die Auszubildenden das mit Hilfe unserer Handwerker aufgebaut und dekoriert und gemütlich gemacht. Und jetzt sehen sie einfach toll aus. Jeden Mittwoch haben sich die Auszubildenden getroffen, um an dem Projekt zu arbeiten. Sie übernahmen alle Aufgaben zur Instandsetzung und Möblierung der Wohnung. Mit dem Ergebnis ist die SWG sehr zufrieden. Ich bin auch positiv überrascht worden, auch was für Ideen die jungen Leute doch haben. Und muss sagen, nicht nur ich bin zufrieden und überrascht, sondern auch alle Kollegen, die dann sich die Wohnung angucken konnten und auch die Gäste, die wir empfangen durften seitdem, haben wirklich durchweg positives Feedback gegeben. Von Anfang an haben die Auszubildenden selbstständig gearbeitet, gestaltet, geplant und umgesetzt. Die angehenden Immobilienkaufmänner und Frauen haben in diesem Prozess viel Praxiserfahrung sammeln können und einiges gelernt. Es gab sehr viele Höhen und Tiefen für uns. Also wir haben auch durch die Praxis erfahren, dass es sehr viele Komplikationen so mit sich gebracht hat teilweise. Aber an sich war das immer ein richtig cooles Projekt. Also wir haben das ja immer mittwochs gemacht und man hat sich echt immer schon gefreut, wenn man an dem Mittwoch dann wieder an dem Projekt arbeiten durfte und auch sieht, welche Fortschritte man dadurch gemacht hat. Und ja, unterm Strich war das wirklich die 2 Jahre, wo wir das Projekt jetzt bearbeitet haben, wirklich sehr dankbares Projekt für uns auch. 2 Jahre Arbeit steckt in diesem Projekt. Das Ergebnis sind 4 moderne Gästewohnungen. Den Verlauf oder beziehungsweise diese Entwicklung zu sehen, was man hier geschaffen hat, auch vielleicht, welche Freude man den Gästen dann dabei bereiten konnte. Es macht einen schon in gewisser Weise stolz. Ja. Die Gästewohnungen sind ein besonderer Service der SWG. Die preisgünstigen Übernachtungsmöglichkeiten stehen allen Interessenten bei Verfügbarkeit offen. Die Gästewohnungen finden Sie im Internet unter der eingeblendeten Adresse.